König von China kommt. The Legend, Otto, Unverschämtheit, das ist doch nicht, das darf man nicht. Oh Mann. Godfather of Comedy kommt da rein und da dachte man, oh nee. Ich bin der Inselfahrer Ebbe Ebbelsen. Ich predige von Insel zu Insel. Als ich neulich an meiner Musikbox blätterte, da stieß ich auf folgende kleine Zeile. Balearen wieder kommt Ibizas Kind. Was wollen uns diese Worte sagen? Es war ein schöner Sommermorgen. Da sah ich einen Räuber. Er borg um die Ecke in vollem Galapagos, rannte auf mich zu und zielte mit einem Revolver auf mich und rief Lofoten hoch. Ich sagte, Sri Lanka, Digga. Wissen Sie, auf wen Sie zielen? Er wollte mir meinen wertvollen Lederkorfu entreißen. Aber das kann ja einen Fehmarn nicht erschüttern. Ich verfiel auf eine List und sagte, Kreta, nicht irgendwo ein Hahn? Er sagte, wo, wo, wo? Tahiti, Tahiti. Er drehte sich um, da gab ich ihm eins hinter die Komoren und hinter die andere Wange hoch. Er war ganz verwirrt und ganz verlegen und fing an, sich in der Nase zu bora bora. Alles hätte so schön sein können, wären da nicht meine Hebriden, die so juckten und brannten wie Feuerland. Dann kam ich an einem Haus vorbei, da war ein Fenster, das war hell erleuchtet. Man konnte hineinsehen, denn es hing kein Sardinien davor und da drin war eine schöne Frau und sie war Splitternaxos. Ein Mann linste lüsternd hinein und kratzte sich dabei schamlos an seinem linken Norderney. Ich sagte zu ihm, du bist aber schlecht Azoren. Wenn deine Frau Trinidad erfährt. Er sagte, da ist doch nichts Hawaii. Ich bin Künstler und male Diven. Du malst Diven? Bahamas doch. Rügen haben kurze Beine. Der da oben sieht alles. Er hat eine Guadeloupe. In Ewigkeit am Rum.